Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Wir stehen hier mit unserer SN-15 oder unserer Version der SN-15 aktuell auf dem Start. Wie gesagt, die hat keine Flügel, nichts. Da müssten wir wahrscheinlich mal eine neue Version dann aufsetzen. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Ich kriege das relativ gut hin. Aber unser Ziel ist heute, Boosterlandung herzukriegen. Die Rakete weiter in den Orbit zu schießen und einen neuen Testflug zur Mondstation oder den ersten Testflug zur Mondstation zu machen. Immerhin haben wir jetzt hier einen Dockingport, mit dem wir uns an der Station andocken sollen und dann so wieder abdocken, nach ein paar Stunden vor Ort bleiben und dann auf den Rückweg Richtung Erde, also Richtung Kerbin, und dann ein neuer Landungsversuch. Wenn diese Rakete erstmal viermal gut gelandet ist, dann wird sie offiziell eingesetzt. Und ja, wir machen vieles davon auf Kamera, weil da kommen bestimmt lustige Sachen dabei raus. Bedeutet 3, 2, 1, Liftoff. Booster sind raus. Triebwerke laufen. Alles schaut gut aus soweit. Wir sind schon auf 300 Metern. Das schaut witzig. Was ist das denn? Der Schatten ist ja geil. Okay, Triebwerke sind in Ordnung. Wir kriegen keine SGV-Info. Wir kriegen gar keine Infos gerade. Das ist uncool. So, absolut keine Infos. Hilfst du mir vielleicht mal da kurz? Time to apps ist 8 Sekunden. Time to apps 4 Minuten. Horizontal Speed, Vertical Speed. Wir nehmen auch Vertical Speed auf. Okay, aber wahrscheinlich, weil sich die Erde dreht. Wir nehmen mal ganz leicht einen Kurs ein. Also ich werde versuchen, so lange wie möglich vertikal zu fliegen, damit diese Booster wieder zurück zur Station kommen. Problem ist natürlich, ohne SGV weiß ich nicht genau, wie viel Treibstoff wir übrig haben, wie viel Boost wir haben. Ich kann nichts wirklich vorhersagen aktuell. Das ist so das Problematische. Und die passenden Triebwerke haben wir wahrscheinlich auch noch nicht für diese Mission. Wir werden jetzt langsam in den weiteren Burn gehen, weil ein bisschen flacher insgesamt. Wie hoch geht denn aktuell die Flugbahn? 17 Kilometer nur. Eieiei. Weil cool wäre es natürlich, wenn wir hier in der Nähe landen könnten. Dann wäre der Booster natürlich genius, aber ich habe irgendwie die Vermutung nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe eher die Vermutung, wir knallen wieder in den Boden irgendwo ein. Das wäre so typisch ich. Wir tun schon mal hier wieder die Tanks angucken. Und wir tanken einfach mal den da vorne leer. Das ist doch auch voll der große Tank. Wieso war der jetzt so schnell leer? Ja, aber hey. So, 40.000, 50.000. Irgendwas können wir dem auch noch abnehmen. Anhalten, oh fuck. Das wird schon passen, jetzt schicken wir den schon hoch. Noch ein bisschen. Gut, abdocken. Jetzt müssen wir einmal hier schnell. Einmal einen Schnellburn einleiten, damit er einfach sich vorbereitet, dass er sozusagen ein bisschen länger fliegt, weil wir brauchen natürlich auch kurz Zeit, den Booster umzudrehen, rein theoretisch.
Wenn wir da ein bisschen mehr Zeit haben, wäre das natürlich super. Soll alles in der Zukunft ja eigentlich automatisch gehen, aber aktuell geht das leider noch nicht so. Sehen wir den Booster noch? Ne, das ist auch schon... Ne, da hinten ist er. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ansonsten können wir hier auch einen leichten Landing-Test durchführen. Ja, also ausgereift ist das Ding noch nicht. Absolut nicht. Das kann man sagen. Aktuell noch eine komplette Katastrophe. Und X. Wieder wechseln zum anderen. Habe ich den Booster mittlerweile verpasst? Nee, habe ich nicht. Oh Gott. Müssen wir uns gegendrehen. Ich hätte jetzt gern, dass wir die 8 ausschalten. So, wenn wir Action Groups setzen. Gruppe 1, Triebwerk ein ausschalten. Gruppe 2, Triebwerk ein ausschalten. So. Ah, ich muss jetzt oben wieder schließen. So, jetzt ist er da. Jetzt sollte er nach Hause fliegen. Ach, der 2000 MS. Das ist natürlich genial. Das ist jetzt zu wissen. So. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir es umdreht. Er schießt jetzt natürlich ganz schön nach oben. Das ist... Ah, hasse es. Das ist purer Stress gerade. Komm schon, du kannst das. Wir haben jetzt einfach viel zu spät auch umgedreht. Das ist das andere Problem. Ich muss ja quasi einmal auf 0. Und wieder rüber. Komm schon. Ist natürlich. Oh fuck, das wird echt. No, das wird nix. Das wird absolut nichts. Außer wir machen folgenden Move. Aktivieren alle einmal. Dann dreht sich das Ganze um. Wir ballern den nach hinten. So. Und jetzt müssen wir uns gegendrehen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass mir die ganzen Triebwerke ausfallen. Scheiße. Vor allem müsste ich eigentlich noch auf die andere Rakete wechseln, um dir zu sagen, hey, nimm zu. Aber dann ist das jetzt mal ein Booster-Test. Ja, ich glaube, wir müssen halt wirklich vieles verfeinern. Eigentlich müsste der Booster mehr straight hoch. Dann müssten wir schauen, dass wir direkt... Flugrichtung NS war ja alles viel zu knapp. Im Grunde müsste man das irgendwie hinkriegen, dass alles passt. Und dass die halt auch nur zweimal zünden, ist kacke. So, wie schaut es beim anderen aus? Der ist noch über der Atmosphäre, hoffe ich mal. Wie hoch bist denn du? Oh, ja, auch schon wieder in der Atmosphäre. Ja, toll. Das wird sowas von gut funktionieren. Ey, ich glaub's nicht. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Da müssen wir jetzt hier eigentlich die den Booster ausschalten. Hochfahren nochmal, damit wir ein bisschen wieder zurückbremsen, weil wir fliegen gleich viel zu weit. Oh ja, wir fliegen viel zu weit.
Upsala. Nope, war nicht der Plan. Ich glaube, wir kriegen das Teil nicht runter. Nee, wir kriegen es absolut nicht runterbremst. Wir fallen wie ein Stein zurück zur Erde. Uncool. Uncool. Nope. Uncool. Aber wir bremsen gerade noch selbstständig runter. Bedeutet jetzt, wenn das alles natürlich gut runter geht. Wie viele Meter haben wir denn noch bis zum Boden? 5 Kilometer. Wenn das Ding jetzt gut funktioniert noch, wäre es natürlich genial. Oh, das könnte knapp werden. Kilometer. Kilometer. Nope, das wird nichts. Das wird nichts. Nope, das wird absolut gar nichts. So, okay. Karte. Oh. Das andere Teil ist auch schon abgestürzt, wie scheint. Das ist gleich in Strudeln kommen und weg war's. Okay, da brauchen wir wohl eine neue Idee insgesamt. Ja. Hups. Hups. Ah, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir so ein Doras. Schauen, dass wir die auf den Flug setzen Richtung Ding. Und ich werde währenddessen nochmal das Ganze hier neu designen. Vielleicht eine neue Idee auch ausfügen. Muss mal gucken, welche Triebwerke gut sind. Wie wir am besten eine Stage flexibel machen, damit wir halt genug Thrust haben. Und dass wir halt, ja, mit einem Zwei-Staging-System in den Orbit kommen. Und wir beides recovern können am Ende. Das wird noch interessant. Aber ja, das werden wir dann in den nächsten Folgen herausfinden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.